Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Living. Heute ist Mittwoch, der 20. Mai und ich dachte mir, ich melde mich mal wieder bei euch. Und Baby, was geht ab? Okay, Milo legt sich nur hin. Es ist irgendwie überfällig. Ich hatte jetzt, heute ist Mittwoch, 2,5 Wochen quasi Ruhe in Anführungsstrichen vor YouTube. Ich hatte ja einen kurzen Post abgesetzt. Ich weiß nicht, wer von euch den gelesen hat, dass es mir gerade nicht so gut geht und ich deswegen erstmal kurz eine Pause mache und halt erstmal keine Videos kommen. Ich wollte eigentlich nur eine Woche Pause machen, aber dann irgendwie hat mir letzte Woche so noch der Antrieb irgendwie gefehlt. Dann ist mein Männlein noch krank geworden und dann habe ich mich mehr um den gekümmert. Und ja, da ist YouTube natürlich für mich jetzt nicht so priorisiert. Da geht dann mein Mann auf jeden Fall vor. Ich denke, das könnt ihr auch verstehen. Aber deswegen melde ich mich jetzt. Ich wollte mich eigentlich am Montag schon melden. Da hatte ich dann aber Rückenschmerzen ohne Ende. Gestern auch noch. Und heute habe ich auch noch Rückenschmerzen. Aber mit Tabletten geht das schon. Wer mich schon länger guckt, der weiß ja, dass ich immer mal wieder Probleme mit meinem Rücken habe. Und da brauche ich jetzt, glaube ich, auch nichts weiter zu sagen. Das geht in 2, 3 Tagen schon wieder. Ich mache auch ganz brav meine Übungen. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich habe mich nicht gemeldet. Mir ging es nicht so gut von der Psyche her. Ich habe immer gesagt, ich bin offen und ehrlich mit euch und das bin ich auch weiterhin. Also mir ging es psychisch einfach nicht so gut. Ich hatte so Kontakt mit meiner Vergangenheit. Hat das bei mir angefangen, im Kopf zu rotieren und zu arbeiten. Wieso, weshalb, warum meldet sich diese Person jetzt? Und ich habe dann hin und her überlegt, was ich jetzt mache, weil, wie gesagt, diese Person hat mit mir Kontakt gesucht. Sie wollte jetzt wieder Kontakt mit mir aufnehmen. Und irgendwie hat mich das total runtergezogen und total depressiv gemacht. Mir ging es wirklich richtig schlecht danach. Ich weiß nicht, warum. Habe ich dann, nachdem ich meine Entscheidung getroffen hatte, diese Person aus meinem Leben rauszuhalten, danach ging es mir auch wieder besser. Also es hat dann noch 2, 3 Tage gedauert, das alles irgendwie zu verdauen, aber dann ging es mir wirklich besser und dann hat es mein Mann komplett weggesägt. Man kann es nicht anders sagen, den hat es komplett dahin gerafft. Deswegen ist dann YouTube noch eine Woche länger hinten runtergefallen. Deswegen habe ich dann jetzt erst damit angefangen. Gestreamt habe ich letzte Woche, allerdings nur auf Twitch. Und ich hatte es letzte Woche auf Twitch schon gesagt. Ich weiß nicht, wer von euch da vielleicht im Stream dabei war. Ich habe mich dazu entschieden, in Zukunft meine Freitags-Streams nur noch auf Twitch zu machen. Ich finde, das wird sonst einfach ein bisschen viel auf YouTube mit diesem ganzen Gaming-Kram. Ich mache jetzt Dienstag und Donnerstag immer ein Gaming-Video. Das ist für mich auch in Ordnung. Und freitags dieses Gestreamer auf YouTube und Twitch, das hat mich irgendwie technisch gesehen schon immer leicht überfordert mit den ganzen Einstellungskack. Und dann hat das alles irgendwie nicht mehr hingehauen. Und dann, fand ich das einfach immer alles ein bisschen schwierig. Und deswegen mache ich das jetzt so. Stream ist Twitch, YouTube sind Videos und damit trenne ich das Ganze. Diejenigen von euch, die jetzt immer über YouTube die Streams geguckt haben, was wirklich immer weniger geworden ist in den letzten Wochen und Monaten tendenziell. Also es sind viele, viele von euch ja schon zu Twitch rübergewechselt, weil da auch einfach der Stream stabiler läuft und du hast viel mehr Möglichkeiten, irgendwas zu tun während des Streams. Und ja, die paar Leute, die jetzt auf YouTube noch sind und immer die Streams geguckt haben, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich habe das jetzt so entschieden und freier Abend. Ich sage jetzt nicht, dass es nie wieder einen Stream auf YouTube geben wird, aber wenn ich auf YouTube irgendwas streame, dann soll es auch um das Thema Bücher gehen. Ich habe ja immer noch einen Bücherkanal und ich zocke zwar im Moment sehr, sehr viel und sehr, sehr gern, aber ich versuche das doch irgendwie noch ein bisschen so zu trennen. Jo, ansonsten, was könnte ich euch noch erzählen, was in den letzten 3 Wochen so passiert ist hier in meinem Leben? Ich war immer noch nicht beim Friseur, obwohl die Friseure jetzt wieder aufhaben, weil meine Friseurin einfach restlos ausgebucht ist und sie jetzt alle Leute mit langen Haaren in den Juni geschoben hat. Yay! Das heißt, ich kann erst am 3. Juni zum Friseur, was mich tierisch ankotzt, weil mein Pony hängt irgendwo hier unten. Das ist einfach nicht mehr feierlich. Das kotzt mich einfach nur an. Ja, ansonsten habt ihr in den letzten Wochen eigentlich nichts verpasst. Ich bin immer noch im Homeoffice, ich bin immer noch zu Hause. Ich arbeite jeden Tag von hier. Jetzt ist, wie gesagt, mein Männlein auch noch zu Hause, was ein bisschen anstrengend ist manchmal. Aber er ist halt krank. Was will ich machen? Und ansonsten lesetechnisch habt ihr jetzt auch nicht so viel verpasst. Ich hatte ja mit der Annika Spieglein, Spieglein an der Wand gelesen, den 2. Teil von Das Vermächtnis der Grimms. Ich glaube, das hatte ich euch noch erzählt. Dann habe ich inzwischen noch gelesen Duty and Desire, das Buch, was in der Bücherbüchse-Box drin war. Hier muss ich sagen, dass das Buch, ja, es war ganz nett, aber es ist kein Buch, was mich irgendwie begeistern konnte.
ich fand die Story ganz süß, aber mir war der sexuelle Teil in dem Buch irgendwie wieder zu hoch und ja, es war süß, aber es war jetzt nichts, was mich extrem begeistern konnte. Es hat sich easy lesen lassen, also ich war wirklich absolut schnell durch mit der Geschichte, aber ja, so richtig 100% überzeugen konnte es mich nicht. Ich würde sagen, Mittelmaß. Also es ist kein schlechtes Buch, es ist aber auch kein Buch, wo ich sage, oh mein Gott, das ist so gut, wup, wup. Ja, das leider nicht. Ansonsten habe ich noch gelesen mit der Nina, Vollendet. Da hatten wir ja letzten Monat den ersten Teil gelesen und diesen Monat haben wir den zweiten Teil gelesen und heute haben wir den dritten Teil beendet. Und wir fangen morgen mit dem vierten Teil an. Also wir haben uns gesagt, wir lesen Teil 2, 3 und 4 gleich hintereinander weg. Weil wir sind jetzt einmal drin in der Thematik und einmal drin in der Story von Vollendet. Und es ist auch gerade ultra spannend. Also alle, die damals die 3 Hardcover hatten und dann vom Verlag zu hören gekriegt haben, wir übersetzen den vierten Teil nicht mehr. Ich fühle mit euch. Ey, hätte ich jetzt mit diesem Ende vom dritten Teil leben müssen, ich wäre ausgerastet. Aber der vierte Teil ist ja Gott sei Dank inzwischen übersetzt in der neuen Auflage. Deswegen werden wir dann morgen gleich weitermachen und den vierten Teil lesen. Vollendet ist so gut. Oh, ich liebe Neil Schusterman. Ich weiß, dass Neil Schusterman nicht für jeden was ist. Und ich weiß, dass viele mit Neil Schusterman nichts anfangen können. Aber ich finde ihn einfach großartig. Ich finde, der Mann ist einfach genial. Er schreibt ganz toll und ja, es spricht mich halt voll an. Aber es war ja auch bei Size schon so, dass das voll meins war. Ich habe mal schnell das Buch geholt. Also das ist hier der dritte Teil von Vollendet in der neuen Auflage, Die Rache. Und ja, der vierte Teil heißt Die Wahrheit. Und ich bin so gespannt jetzt auf den vierten Teil. Ich bin so gespannt, wo das hier alles hinführt, was mit jedem einzelnen Charakter passiert. Ich habe Angst um bestimmte Charaktere. Wirklich, es gibt Charaktere, wo ich denke, ah, die können ruhig sterben, ist mir egal. Aber es gibt so Charaktere, da hängt echt mein Herz dran. Und ja, gerade jetzt hier in dem Teil ist ein Charakter eingeführt worden in die Geschichte, wo ich denke, dieser Charakter könnte noch der Held unserer Geschichte irgendwie werden. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass der vierte Teil richtig gut ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, den zweiten und den dritten Teil von Vollendet habe ich jetzt mit der Nina zusammen gelesen. Und morgen starten wir mit dem vierten Teil. Und wenn nichts dazwischen kommt, müssten wir mit dem vierten Teil genau am 31. Mai fertig sein. Yay. Dann hätten wir wirklich 3 Bücher in einem Monat zusammen gelesen. Krass. Aber dann haben wir wenigstens halt auch gleich die Reihe beendet, weil wie gesagt, jetzt sind wir einmal drin in der Thematik. Ansonsten lese ich aktuell noch Dream Again von Mona Kasten mit der lieben Tina zusammen. Wer meine Streams guckt und meine Gaming-Videos weiß, wer Tina ist. Das ist mein Kupfermünzchen, mein Mod, mein Gaming-Buddy. Und ja, wir lesen gerade, wie gesagt, zusammen Dream Again. Wir sind da auch schon über die Hälfte hoch. Da, also das vordere Stück haben wir gelesen und ja, Dream Again. Was soll ich dazu sagen? Ihr wisst, dass mir Hope Again, was heißt nicht gefallen hat. Also Hope Again hat mir auch gefallen, aber mir war das Buch auch einfach zu ereignislos. Da ist mir zu wenig passiert von der Story her und genau das gleiche Problem habe ich bei Dream Again auch. Es passiert einfach nichts. Ich bin über die Hälfte und es passiert einfach nichts. Die leben so vor sich hin. Die unterhalten sich, die führen Gespräche, aber es passiert irgendwie nicht so richtig was. Dieses Licht macht mich wahnsinnig. Also ich würde bei Dream Again auch sagen, dass es mir da geht wie bei Hope Again. Bisher ist das Buch für mich Mittelmaß, gutes Mittelmaß, weil es ist eine Geschichte, wo man dranbleibt auf jeden Fall. Die lässt sich halt extrem leicht lesen. Ich mag auch Blake total, ich mag Jude total. Es gibt hier Stellen in der Geschichte, wo ich mir einfach Blakes Sicht gewünscht hätte. Ich denke, das hätte die Geschichte irgendwie ein bisschen aufgewertet, wenn man mal so 2, 3 Kapitel aus seiner Sicht gelesen hätte. Ja, aber ansonsten ist das für mich, es tut mir leid, alle Mona Kasten-Fans da draußen, nehmt mir das jetzt wieder nicht übel. Ich glaube, ich bin auch einfach zu alt für diese Bücher von Mona Kasten. Für mich ist es einfach wieder so ein typischer New Adult Baukasten, wie auch Hope Again auch. Das war auch für mich so ein typischer New Adult Baukasten. Die Bücher waren dadurch für mich, wie gesagt, total vorhersehbar. Die Geschichten sind total klischeehaft. Gut, das ist New Adult, ne? Da ist das halt so, das stört mich ja in der Regel auch nicht. Aber es passiert halt einfach nichts in den Geschichten und das ist das, was mich stört. Es passiert nichts. Und ich habe für mich jetzt entschieden, wenn in diesem Buch, also wie gesagt, wir sind jetzt knapp über die Hälfte, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, irgendwas Spannendes, Tolles, Aufregendes, Dramatisches, Wichtiges, keine Ahnung was, irgendwas, wenn da jetzt nichts mehr kommt und die Geschichte weiter nur so vor sich hin dümpelt, bin ich bei Mona Kasten auch raus. Also ich bin ja schon raus, was ihre Fantasy-Bücher betrifft, da kommt jetzt im Sommer eine neue
Fantasy, nur Adult, Liebesroman, Gedönsreihe von ihr und da bin ich raus. Also die werde ich nicht lesen. Und ja, wie gesagt, wenn Dream Again da jetzt nicht noch eine Wendung hinlegt und mich irgendwie berühren kann auch, dann bin ich bei Mona Kasten echt raus, weil es bringt mir nichts, die Bücher zu lesen, wenn sie dann am Ende gutes Mittelmaß für mich sind. Da muss ich weder meine Lesezeit noch mein Geld für verschwenden. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ging die Reihe so und dann ab Teil 3 ging die wieder bergab für mich. Also ja, Dream Again ist okay, es ist eine süße Geschichte, aber es passiert halt gefühlt einfach nichts. Wenn ich das jetzt mit anderen Büchern vergleiche, gut, Brittany C. Cherry ist kein Maßstab. Die Frau ist einfach exorbitant um Welten besser. Also es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber an Brittany C. Cherry kommt für mich, was Liebesromane betrifft, nichts ran. Deswegen kann man das eigentlich nicht vergleichen, aber ja, ich, wie gesagt, finde das Buch ist nett, aber mehr halt auch nicht. Und wenn Dream Again jetzt nicht noch sich irgendwie dreht, wendet, irgendwas passiert, dann bin ich bei Mona Kasten in Zukunft auch einfach raus. Dann werde ich keinen weiteren Teil der Again-Reihe lesen, falls noch einer kommt. Und ich werde auch ihre anderen Bücher alle einfach nicht mehr lesen. Das ist, ich glaube, ich bin für Mona Kasten einfach zu alt. Ich glaube, Mona Kasten ist wirklich im Bereich ab 14 gut angesiedelt. Ja. Deswegen bin ich da einfach raus und ja, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber ich möchte ehrlich sein und ja, ich glaube, das ist halt einfach nicht mehr meins und ich bin dafür einfach zu alt. Ansonsten habt ihr lesetechnisch nichts verpasst. Ich, wie gesagt, lese ja im Moment nicht so viel, obwohl ich denke, dass 6 Bücher in einem Monat verhältnismäßig schon noch viel sind, aber für mich als Maßstab so im Vergleich zu vorher ist es halt nicht mehr so viel, aber es ist, glaube ich, schon noch okay, so 5-6 Bücher im Monat. Zu lesen ist doch schon eine ganze Menge. Ich habe auch mal geschaut die letzten Tage. Wir haben jetzt den 20. Mai. Also der Mai ist fast rum in 10 Tagen. Ich habe dieses Jahr bisher 11 Bücher gekauft. Und 2 Rezi-Exemplare habe ich dieses Jahr bekommen. Von 2 Self-Publisherinnen. Ansonsten habe ich keine Bücher gekauft. 11 Bücher ist für mich ein Witz. Das habe ich manchmal sonst in einem Monat gekauft. Und das zeigt halt auch einfach, dass mein Leseverhalten sich total verändert hat im letzten Jahr. Und ja, ich habe auch schon 11 Reihen beendet, in Anführungsstrichen. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Redwood noch was kommt. Ich weiß nicht, ob bei den Ivy Years noch was kommt. Ich weiß nicht, ob bei True North was kommt. Aber ich habe bis jetzt nichts gefunden, dass die Reihen fortgesetzt werden. Deswegen sind die für mich auch erstmal mit beendet. Und ja, ich habe dieses Jahr schon 11 Reihen beendet. Und da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, denn das ist ja mein Fokus im Moment, Reihen beenden, Sub abbauen. Ich habe aktuell noch einen Sub von 91. Ich habe gestern mal gezählt. Einfach, weil es mich mehr interessiert hat. Und da freue ich mich auch mega drüber, dass ich unter die 100 gekommen bin. Und ja, mein Ziel bis Ende des Jahres, 75. Vielleicht schaffe ich es ja. Mal gucken. Und ja, deswegen kann ich auch nicht so viele Bücher kaufen. Ich habe eine lange Liste von Büchern, die ich nächsten Monat bestellen werde. Wie den 2. Teil von Heartless, den 4. Teil der Opposite Attract Reihe, den 3. Teil der Miles Brothers Reihe, den 4. Das ist der 4. Teil, nicht der 3. Der 4. Teil der Miles Brothers Reihe, das neue Buch von Kelly Moran will ich haben, The Secret Book Club will ich haben. Also ich habe eine lange Liste von Büchern, die ich haben möchte und die werde ich mir nächsten Monat auch bestellen. Und ja, dann habe ich mal wieder ein paar Bücher geshoppt, aber wie gesagt, 11 Bücher für mich in 5 Monaten, das ist nicht viel. Und ja, ich glaube auch nicht, dass das alles jetzt nur bei mir mit Corona zu tun hat. Ich glaube, ich hätte auch nicht mehr gekauft, wenn ich jetzt so draußen gewesen wäre, auf Arbeit und jeden Tag irgendwo rumgetingelt wäre. Deswegen, ja, habe ich schon echt gemerkt, wie mein Kaufverhalten und alles sich in den letzten Monaten doch stark verändert hat. Und das ist okay für mich, ich komme damit gut hin. Und ja, jetzt habe ich euch ganz schön viel erzählt. Und ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Ich melde mich dann in den nächsten Tagen wieder bei euch. Und ja, ich sag mal bis dann und für euch ja bis gleich. Hallo, ich dachte mir, ich melde mich mal wieder. Heute ist der 27. Mai und ist heute der 27.? Ich glaube, heute ist der 27. Mai und ja, ich dachte mir, ich melde mich mal wieder und gebe ein kurzes Update. Ich habe mich jetzt wieder einige Tage nicht gemeldet, ganz einfach aus dem Grund, dass hier nichts passiert und im Prinzip habe ich euch auch jetzt eigentlich nichts zu erzählen. Ja, es passiert hier halt einfach nichts. Ich bin immer noch zu Hause, es ist immer noch Corona, wir haben immer noch Homeoffice und ja, es passiert halt einfach nichts in meinem Leben und ja, gute Nachricht ist, mein Männlein geht soweit wieder ganz gut. Also er ist immer noch so ein bisschen krank, aber das Schlimmste ist überstanden.
Gott sei Dank, ich sag euch, meine Nerven. Auf jeden Fall, ja, ist gesundheitstechnisch bei uns soweit alles im grünen Bereich wieder bei uns allen dreien, also bei Milo, meinem Männlein und mir. Und ja, ansonsten ist auch nichts passiert die letzten Tage. Ich habe weiterhin mit der lieben Nina zusammen vollendet gelesen. Wir sind jetzt beim vierten Teil, wir haben jetzt noch 250 Seiten und ich habe den Abschnitt von heute schon gelesen und ich denke mir nur so, holy, wow, das wird immer krasser, diese Geschichte wird immer übler, diese Geschichte ist so krank teilweise und ich habe gerade so richtig Angst um unseren Protagonisten. Ich habe richtig, richtig Angst gerade, was mit dem jetzt passiert als nächstes und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was da jetzt alles so passiert und wie gesagt, 250 Seiten, es ist nicht mehr viel, also wir sind schon über die Hälfte und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze am Ende ausgeht, was die Moral von der Geschichte ist. Nein, Spaß beiseite, aber ich bin echt auf das Ende gespannt. Also ich bin gespannt, ob unsere Helden es schaffen, diese Umwandlung abzuschaffen und dagegen vorzugehen. Und ja, ich finde das Buch richtig, richtig gut. Der vierte Teil gefällt mir ultra gut. Ich bin echt, wie gesagt, von dieser ganzen Reihe total begeistert. Wenn ihr mal eine richtig, richtig gute Jugenddystopie lesen wollt, die so ein bisschen abartig ist, dann schaut euch vollendet auf jeden Fall an. Ich liebe Neil Schusterman. Ich hatte ja in meinem letzten Lesemonat schon darüber gesprochen, deswegen ja, brauche ich dazu, glaube ich, nichts mehr sagen. Ansonsten, was könnte ich euch noch erzählen? Ansonsten, ich habe gestern Bücher bestellt, 6 Stück bei unserer kleinen Buchhandlung wieder hier in Erfurt. Und ja, ich freue mich schon sehr auf diese 6 Bücher. Oh, die will ich dann auch versuchen, dann jetzt gleich in den nächsten Wochen und Monaten natürlich wieder mit zu lesen. Ja, ansonsten, was könnte ich euch noch erzählen? Ach, wir haben ein neues Regal hier hinter mir. Ich weiß nicht, ob ihr das seht so. Wir hatten ja hier ein großes Zimmer und wir wollten gerne wie so eine Art Raumtrenner haben. Deswegen haben wir 2 Regale gekauft. Also es sind 2 Stück hier. In der Mitte sieht man es, glaube ich, dass die zusammengeschoben sind. Und ja, wir wollten aber was trotzdem luftig ist und noch Licht in den Raum lässt und halt, ja, trotzdem irgendwie so ein bisschen so eine gemütlichere Atmosphäre schafft, wenn man hier auf der Couch sitzt. Boah, das klingt voll so, gemütlichere Atmosphäre schaffen. Nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es war halt ein Riesenraum und da haben wir beide uns nicht so richtig wohlgefühlt. Wir mögen das halt, wenn das so ein bisschen kleiner und muckeliger ist. Und ja, deswegen haben wir dieses Regal als Raumtrenner gekauft. Da habe ich jetzt noch Bücher einsortiert, teilweise vom Sub, teilweise gelesene Bücher. Und ja, das finden wir beide sehr, sehr schön, so wie es jetzt ist mit dem Regal. Denn wie gesagt, man hat nicht gleich einen Blick auf die Couch, wenn man hier in das Zimmer kommt. Und man ist so ein bisschen, ja, es ist einfach wie so ein kleinerer Raum dann. Und da drüben ist jetzt wie so ein extra Raum. Und ja, das ist das, was wir damit wollten. Und das haben wir auch geschafft. Ich kann mal rumgehen und zeige euch das mal von der anderen Seite. Da seht ihr es mal im ganzen Moment. Da habt ihr das Regal einmal so in Gänze quasi. Da fehlt noch ein bisschen Deko. Da kommen noch ein paar Blumen und alles sowas rein. Aber es ist immer noch Corona-Zeit. Und ich komme irgendwie nicht weg von zu Hause. Und ja, ich müsste einfach mal zu Ikea oder so fahren und mal noch ein bisschen Kram holen. Also hier eine kleine Pflanze steht da ja jetzt schon drin. Aber so ist es für mich erstmal für den Anfang okay. Und wie gesagt, hier die Seite. Das sind alles gelesene Bücher. Das ist eine Buchbox, weil ich letztens gefragt wurde, was das für ein Buch ist. Das ist eine Box, also die ist leer. Damit hat mein Mann mir den Antrag gemacht. Und ja, also hier sind noch Bücher und hier, das sind alles Subbücher, die hier so liegen. Und da ist mein Fach fürs gemeinsame Lesen. Da liegt jetzt aktuell noch die Krone der Dunkelheit, die ich mit Susanne dann bald lesen werde. Nicht Susanne, Susanne. Bald lesen werde. Und ja, da ist unsere Wühlkiste, wo Ladekabel, Taschentücher, Kopfhörer, all möglicher Mist drin ist. Und ja, das ist das aktuelle Regal. Das Regal, das kleine, was hier vorher stand, das steht jetzt im Flur. Das sind Jacken jetzt drinne und Leinen und sowas von Milo. Also das ist jetzt auch praktischerweise eine Ablage noch für den Flur. Und ja, das ist das Regal. Ja, jetzt habt ihr unseren Raumtrenner quasi auch mal gesehen. Hier hinter mir sind immer noch die schwebenden Regale. Hier ist immer noch mein Bücherregal und ich stehe jetzt quasi vorm Raumtrenner. Und ja, das trennt jetzt wie gesagt so den Raum so ein bisschen ab. Ansonsten hat sich hier nichts getan in der Wohnung. Es soll wohl bald unsere Kommode kommen für den Flur. Und wenn die dann da ist, mache ich 1000 Kreuze, weil dann haben wir endlich wieder was, wo wir unsere Jacken aufhängen können. Es ist so ätzend, ohne was, wo du die Jacken aufhängen kannst. Also wir haben jetzt, wie gesagt, das Regal im Flur stehen, da kannst du die Jacken so ein bisschen draufschmeißen. Aber ansonsten ist es voll ätzend. Und ja, ich bin froh, wenn das Ding da ist und wir was für die Jacken haben. Und dann kann ich eigentlich für euch irgendwann mal kurz die kleine
Wohnungstour machen irgendwann mal, die ihr ja haben wolltet. Also ja, es gibt nicht viel zu zeigen. Ich laufe mit euch dann einmal kurz hier durch und dann hat sich das Ganze auch. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht im Weekly Living sogar am besten dann mal machen werden. Aber wie gesagt, wir warten noch auf die Flurkommode und dann zeige ich euch alles mal im Weekly Living einmal komplett durch. Und ja, ich gehe nächste Woche zum Friseur. Also heute in einer Woche kann ich endlich zum Friseur. Huhuhu. Dann habe ich nicht mehr so einen komischen Kopf. Oh ey, alle Frauen auf dieser Welt werden mich verstehen. Ich fühle mich gerade absolut unwohl mit meinen Haaren. Alles ist kacke, alles, die Farbe ist raus, das Pony ist weg, die Länge nervt. Also, ich wollte ja eigentlich schon Anfang März gehen. Also ich gehe ja normalerweise immer im März und immer im Oktober und zwischendurch halt einfach nur zum Pony schneiden. Und ich wollte im März gehen und dann kam Corona und jetzt bin ich schon 3 Monate quasi überfällig und so langsam ist echt bleh. Deswegen wird es Zeit und in einer Woche kann ich zum Friseur. Uhuhu, ich freue mich. Wehe, da kommt jetzt wieder Corona-technisch irgendwas dazwischen, dann raste ich aus. Ja, ansonsten habe ich auch nichts weiter zu berichten. Ich würde sagen, ich melde mich spätestens am Sonntag, wenn ich vollendet beendet habe und gebe euch so ein kurzes Feedback zur gesamten Reihe. So, und jetzt mache ich hier weiter. Bis dann. Hallo ihr Lieben, ich fleze in meinem Sitzsack. Und ja, mir fiel gerade ein, dass ich mal wieder ein Update geben könnte fürs Weekly Living. Und wartet mal, ich mache mal kurz die Brille hoch, dann spiegelt das nicht so sehr. Ja, heute ist der 1. Juni und ich weiß gar nicht, wie lange ich dieses Weekly Living noch machen werde. Vielleicht bis Mittwoch, mal gucken. Und ja, ich habe nicht allzu viel zu erzählen. Ihr wisst ja, wir haben immer noch Corona und es passiert ja nicht allzu viel bei mir in meinem Leben. Ich spiele gerade ein bisschen mit Milo und nebenbei spiele ich ein bisschen Playstation. Es ist nichts los bei uns. Mein Mann ist auf Arbeit und ja, ich war jetzt gerade mit meiner Oma ein bisschen spazieren und habe jetzt Mittag gegessen. Und ja, Milo, der eigentlich gerade noch geschlafen hat, wurde von einer Fliege gestört und jetzt ist er wieder voll da und wach und will spielen. Und ja, nichts war es mit Ruhe und ich kann mal ein bisschen zocken. Wartet mal, ich muss nebenbei ein bisschen immer mit dem Dicken hier... Wartet, da ist er. Aus. Vielleicht gleich los, sonst kann ich nicht werfen. Ja, auf jeden Fall, hinter mir das Fenster, ich filme also voll gegen das Licht. Auf jeden Fall, ja, gibt es eigentlich auch nicht wirklich was Neues zu berichten. Es ist alles wie immer, alles wie gehabt. Ich habe in den letzten Tagen nicht so viel gelesen. Ich habe am Freitag, also am 29.05. habe ich beendet, die komplette Reihe. Wir haben den letzten Teil ja gelesen, die Nina und ich, und ich habe dann am Freitag die letzten 2 Abschnitte gelesen, weil ich dann einfach wissen wollte, wie es ausgeht. Ich wollte wissen, was am Ende passiert und ja, ich wollte dann nicht bis Samstag warten. Deswegen habe ich es Freitag beendet und ich muss sagen, ich fand die Reihe großartig. Ich kann immer nur wieder sagen, es ist eine ganz, ganz tolle Jugenddystopie. Auch wenn ich sagen muss, dass ich das Ende dieser Reihe für diese Reihe sehr kitschig fand. Also es ist kein sehr übertriebenes, kitschiges Ende, aber für diese Reihe fand ich das Ende recht kitschig und ja, dass es auch alles so war, wie es war, war dann doch sehr überraschend für mich. Ich fand das Ende okay. Es war ein gutes Ende. Es war ein offenes Ende. Also es kann jetzt sehr viel passieren in dieser Welt. Aber es war okay. Also es ist jetzt, ich muss die Kamera, ich kann die nicht so halten. Ich muss die so ein bisschen so halten, wegen dem Licht. Ja, also es war ein gutes Ende für diese Reihe und ich bin sehr zufrieden aus der Geschichte im Groben und Ganzen gegangen. Ich muss sagen, der 4. Teil war im Allgemeinen sehr... von Gegensätzen durchzogen. Also die Geschichte war auf einer Seite richtig, richtig krass und richtig heftig. Und das waren Dinge in dieser Geschichte, wo du einfach nur denkst, boah, wie krank ist das alles? Und dann waren in der Geschichte wieder so Dinge, wo du sagst, so, das passt irgendwie nicht hundertprozentig zusammen. Ich habe dem Buch trotzdem 5 Sterne gegeben auf Goodreads, einfach weil ich diese ganze Reihe toll fand, weil ich das Ende gut fand. Und ja, ich bin halt einfach ein Fan von Vollendet und ein Fan von Die Schusterman. Und ja, ich kann euch... Vollendet auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr Size gelesen habt und ihr fandet es gut, lest Vollendet. Wenn ihr Size nicht gut fandet, lasst die Finger von Vollendet, weil dann wird euch das auch nicht gefallen. Ja, dann habe ich jetzt das ganze Wochenende nichts gelesen und heute früh hatte ich Internetausfall. Ich wollte heute eigentlich streamen, weil heute ja Feiertag ist und ich war wegen Milo schon sehr früh wach, weil der heute früh raus wollte. Und ja, habe heute früh gedacht, Mensch, dann schmeißt du jetzt einen Stream an und so und ja, hatten wir kein Internet. Und deswegen habe ich dann heute früh... mal wieder gelesen. Ich wollte eigentlich ein Unpacking drehen zu den 6 Büchern, die ich bestellt habe. Allerdings
sind 3 Bücher bis jetzt angekommen, 2 wurden noch verschickt und das 6. ist immer noch nicht verschickt worden. Also ich habe das wieder bei unserer kleinen Buchhandlung bestellt. Und ja, ich habe mir gedacht, ach, ich lasse das jetzt nicht länger liegen, weil ich wollte dieses Buch hier lesen. Und ja, habe dann angefangen heute früh mit Hope und ja, ne, also ich habe so fast die Hälfte, habe ich heute früh dann auch gleich mal weggesuchtet. Und ich muss sagen, es ist nicht so gut wie Band 1. An Band 1 kommt irgendwie einfach nichts dran. Aber es ist wieder eine richtig, richtig tolle Geschichte. Und ich bin gespannt, was jetzt alles noch kommt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall dann weiterzulesen. Ich liebe die Miles Brothers Reihe von Helena Hunting einfach. Und es ist so gut, es ist so gut. Und auch der 4. Teil gefällt mir wieder richtig gut. Gefällt mir besser auf jeden Fall wie der 3. Ich fand den 3. Teil im Vergleich zu den anderen Teilen schon schwächer. Auch wenn der auch eine schöne Liebesgeschichte war, aber irgendwie war der war mir ein bisschen zu glatt. Und ja, hier haben wir jetzt wieder viele lustige Momente auch in der Geschichte. Und ja, ich freue mich da dann drauf, schon weiterzulesen. Mal gucken, wann ich dazu komme, ob ich heute noch dazu komme oder dann morgen. Ich muss mal schauen und ja, das ist der Stand der Dinge, was das Lesen betrifft. Wie gesagt, ansonsten zocke ich ein bisschen und spiele halt hier mit dem Stinky-Di da. Deutsche. Und ja, mehr mache ich auch nicht heute mehr, weil wie gesagt, mein Männlein ist auf Arbeit. Was soll ich da machen? Ich gehe da mit Milo nachher nochmal spazieren. Bei uns ist halt auch sehr, sehr warm und richtig, die Sonne drückt übelst und ich vertrage keine Sonne. Ich habe Sonne schon früher mal nicht so gut vertragen und inzwischen gehe ich in die Sonne und fall quasi nach 5 Minuten um, weil ich sofort Kreislaufprobleme kriege. Das ist richtig krass. Und ja. Mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu erzählen von meiner Seite. Ich würde sagen, ich melde mich dann am Mittwoch nochmal, denn am Mittwoch gehe ich endlich zum Friseur. Wenn nichts dazwischen kommt und dann präsentiere ich euch mein neues Ich. Nein, Spaß beiseite, aber ich kriege Farbe und Pony und ja, dann fühle ich mich endlich wieder wohler auf dem Kopf, weil mit dem Gezossel, was ich da hinten auf dem Kopf habe hier nur noch, das ist alles nicht mehr schön. Deswegen, ich würde sagen, ich komme dann am Mittwoch nochmal dazu mit Krankenwagen. Ich würde sagen, ich melde mich dann am Mittwoch einfach nochmal bei euch und dann beenden wir das Weekly Living und dann geht das ja vielleicht dann nächstes Wochenende schon online jetzt so. Gucken wir mal, wie das so läuft. So, genug von mir jetzt an dieser Stelle. Ich sag mal, bis dann. Na, mein Schatz? Hi. Möchtest du auch mal wieder ins Video? Die Leute fragen sich bestimmt schon, wo du bist. Hallo. Gibst du mir 5? Gibst du mir 5? Gibst du mir 5? Fein! Hallo ihr Lieben, meine Brille reflektiert wie Sau, ich setze die mal kurz ab. Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch und ich hatte ja gesagt, ich melde mich am Mittwoch nochmal, denn ich war heute beim Friseur und ich bin voll happy, ich habe neue Haare und meine Haare sehen jetzt so aus. Da, ab sind sie kurz. Ich bin gerade voll happy, dass meine Haare wieder kurz sind und ja, ich bin sehr, sehr glücklich gerade damit. Ich habe die ja die letzten 6 Jahre wachsen lassen. Ich hatte mir 2014 einen Pixie-Cut schneiden lassen, als ich das Braun raushaben wollte aus meinen Haaren und ja, seitdem habe ich sie einfach nur wachsen lassen und es ging mir einfach jetzt nur noch auf den Sack und es wurde Zeit und ja, heute war Tag X und endlich sind sie ab. Eigentlich sollten sie ja schon im März ab, aber da kam ja dann Corona dazwischen und deswegen hat sich das jetzt alles verzögert. Aber heute hatte ich endlich Friseurtermin und jetzt sind sie kurz. Tihi, ich freue mich. Und ja, das sind meine Haare. Sie sind ab, endlich. Ich habe auch wieder Farbe auf dem Kopf. Ich habe nicht mehr so einen Ansatz. Das war ja das, was mich eigentlich am meisten gestört hat, dieser riesige, fette Ansatz. Und ja, und wie immer, wenn ich zum Friseur gehe, regnet es. Es hat vorhin gewittert, geblitzt, gedonnert. Also, was hier vorhin abging, war krass. Und wir haben eine hohe, sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit heute. Deswegen sehen meine Haare jetzt auch nicht mehr so schön aus wie frisch nach dem Friseur. Ich bin dann auch noch mit dem Roller heimgefahren. Und naja, vom Winde verweht und so. Auf jeden Fall, ja, sind die Haare ab. Und ich bin glücklich. Und ja, es wurde einfach mal Zeit für Veränderungen, diese langen Haare, das irgendwann hat es genervt. Vielleicht lasse ich sie jetzt wieder die nächsten 5 Jahre wachsen, wer weiß, wir werden es sehen. Ja, ich wollte mich ja nochmal bei euch melden und euch ein kurzes Update geben, nicht jetzt nur zu den Haaren, sondern im Allgemeinen. Ich habe bei Hope von Helena Hunting noch nicht weitergelesen, da hatte ich ja am Samstag so die Hälfte gelesen gehabt, aber ich habe seitdem noch nicht wieder zu dem Buch gegriffen. Vielleicht werde ich das jetzt mal tun und jetzt noch ein bisschen lesen. Ich weiß nämlich gerade noch nicht, was ich jetzt mit mir anfange. Deswegen
Vielleicht lese ich jetzt noch ein bisschen. Ansonsten, der da braucht auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit heute. Geschattel. Und ja, wir dürfen heute aber nicht so laut machen, weil mein Mann, der ist nebenan und schläft. Deswegen müssen wir heute leise machen. Ja, auf jeden Fall, Hope lese ich immer noch. Da habe ich, wie gesagt, noch nicht weitergelesen. Und dann habe ich gestern mit der Susanne, hallo, sei gegrüßt an dieser Stelle, haben wir angefangen, die Krone der Dunkelheit Magieflimmern zu lesen. Wir haben jetzt die ersten 100 Seiten gelesen, also zwei Abschnitte so. Und ich muss sagen, ich habe mit Susanne vorher nochmal drüber gesprochen über das Buch und sie hat mir nochmal so ein paar Dinge wieder erklärt und nochmal ins Gedächtnis gerufen, weil es bei mir doch schon ein bisschen her ist, dass ich den ersten Teil gelesen habe. Und das hat mir auch sehr, sehr geholfen, wieder in die Geschichte reinzukommen. Der zweite Teil knüpft nahtlos an den ersten an und die Story geht direkt weiter. Und deswegen war es gut, dass ich nochmal so eine Rückschau hatte durch Susanne, die mir das alles nochmal kurz erklärt hat. Und ich muss sagen, wir haben 100 Seiten gelesen und es ist nicht wirklich viel passiert bisher. Wie ihr wisst, ich hatte ja beim ersten Teil so ein bisschen das Problem, dass mir das Buch zu langatmig war. Also mir ist zu wenig passiert für das, was ich da gelesen hatte. Und ich befürchte, dass das hier beim zweiten Teil auch wieder so sein wird. Warten wir es ab. Ich gebe dem Buch auf jeden Fall eine Chance. Ich werde es mit Susanne lesen. Ich habe gesagt, wenn das zweite Buch jetzt genauso am Ende ist wie das erste, werde ich die Reihe auf jeden Fall nicht weiterlesen. Dann werde ich den dritten auch nicht mehr lesen. Dann bin ich damit durch. Aber ich möchte dem Buch gerne Chance geben. Ja, vielleicht passiert da jetzt noch viel krasser Scheiß und es überzeugt mich jetzt noch. Das kann ja jetzt auch passieren. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, das ist das, was ich gerade lese. Ich weiß nicht, wo Milo hin ist. Und ansonsten mache ich so das Übliche. Ein bisschen zocken, arbeiten, mit meinem Männle Zeit verbringen, wenn er da ist. Und ja, mehr gibt es auch eigentlich nicht zu berichten. Ich wollte euch ja eigentlich schon nochmal die Haare zeigen. Und ich glaube, ich werde jetzt das Weekly Living auch an dieser Stelle hier einfach beenden. Und fange dann gegebenenfalls morgen mit einem neuen an. Die müssen ja jetzt nicht immer so lang werden. Und ich muss sie jetzt nicht über so einen langen Zeitraum filmen. Weil es ist ja eigentlich ein Weekly Living. Also eigentlich ein wöchentlicher Vlog. Und ich zerre den immer über 3-4 Wochen. Deswegen werde ich den jetzt an dieser Stelle einfach beenden. Jetzt habt ihr meine neuen Haare gesehen. Tee. Und ja, ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Auch wenn die sich schon wieder wellen und alles wegen der Luftfeuchtigkeit. Aber egal. So ist es halt mit meinen Haaren. Es ist halt, wie nennt man so schön, Schweinelockenwetter. Deswegen, ja, ich höre es auf euch zuzuquatschen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, wie immer, fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. So, jetzt kann ich meine Brille wieder aufsetzen. Jetzt ist es egal, ob sie reflektiert oder nicht. Bis dann.